Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Regina Reinwald. Ich bin Verhaltenstherapeutin für Pferde, Reitlehrerin, Autorin und mache diese Videos. Und heute geht es um das Thema Leichttraben. Es gibt eigentlich so zwei Hauptprobleme, in Anführungsstrichen, die beim Leichttraben vorkommen. Das eine ist, wie schaffe ich es zu sehen, dass ich auf dem richtigen Fuß leichttrabe? Und das zweite ist der Fußwechsel. Ich habe das oft erlebt, dass ich tolle Reiterinnen hatte, die große Probleme anfangs mit dem Fußwechsel hatten. Also macht euch da überhaupt gar keine Gedanken. Gut, und dazu habe ich einmal eine Übung. Und da seht ihr jetzt gerade mal kurz was. Und am Ende kriegt ihr die ganze. Und da geht es ein bisschen um Koordination, die genau passend ist, um nachher diesen Fußwechsel zu machen. Das ist eine Koordinationsübung. Ja, und jetzt mal kurz zum richtigen Fuß. Für mich ist es so, dass es oft falsch erklärt wird. Und oft heißt es ja, wenn die äußere Schulter nach vorne geht, dann musst du aufstehen. Das Problem bei der Sache ist, du guckst runter, ja, die Schulter ist nach vorne gegangen, stehst auf und was passiert? Du stehst mit der inneren Schulter auf, denn die geht inzwischen schon nach vorne und die andere zurück, die äußere. Besser ist es in der Vorstellung, wenn die äußere Schulter hinten ist, dann stehst du mit der äußeren Schulter zusammen auf. So. Dann bist du auf dem richtigen Fuß. Das ist so ein kleiner Tipp, hilft vielleicht. So, und jetzt kommen wir zum Fußwechsel. Da gibt es am Anfang so diese Schwierigkeit, dass man zu oft aussitzt, das gar nicht. Und man kommt und kommt nicht auf den richtigen Fuß. Und dafür bekommt ihr jetzt, wenn ihr Lust habt, diese Übung. Tanz den Fußwechsel. Ihr könnt dazu eure Lieblingsmusik anmachen, wenn ihr das dann mal nachmacht. Und das fördert halt die Koordination. Ja, und dann fangen wir mal an. Also es ist ganz einfach. Außen, ich fange mal so an. So, außen, außen, innen, innen. Außen, außen, innen, innen. Und ihr habt die, und da hat man dann die Möglichkeit, einmal mit dem rechten Bein anzufangen und einmal mit dem linken Bein. Ja, ganz so weit, so gut. Und das Interessante ist dabei, dass man fließend das wechseln kann. Das ist halt dann diese Übung für den Fußwechsel. Ich mache es so, beziehungsweise ich schlage das so vor, dass ihr mit 5 anfangt auf jeder Seite, dann runterzählt auf einmal, auf nur noch einmal auf jeder Seite, ich mache das auch gleich, und dann wieder hochgeht auf 5. Dadurch wechselt ihr sozusagen, übt ihr dieses bewusste Wechseln. Nicht irgendwann, jetzt habe ich Lust und jetzt kann ich das. Sonst, so wie es dann auch beim Reiten ist, müsst ihr ja zu bestimmten, an bestimmten Stellen oder zu bestimmten Zeitpunkten Fußwechsel machen. Ja, okay, also dann fangen wir jetzt mal an und dann hoffe ich mal, dass ich es auch jetzt so hinkriege. Okay, 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, da haben wir das also. Nochmal ganz langsam. 1, 2, 3, 4. Wechseln, zack. So. Okay, also tanzt den Fußwechsel. Und wenn ihr Lust habt, ja,
euch doch mal, wie ihr auf der Steilgasse den Fuß wegtanzt. Und dann könnt ihr das reinstellen. Also gut. Tschüss.